willst, also wie willst du machen? Wir gehen jetzt beide hinter, so. Ja. Okay, du musst nur sagen, wie es mache ich. Und ja, du sagst wieder Mimi. Und ich sage King. Okay. Herzlich willkommen bei Mimi. King. Jetzt auch hochkommen müssen. Ja, ich war zu langsam. Und herzlich willkommen bei Mimel und unserer Präsentation zu dem Spiel Nemesis. Ja, endlich ist es angekommen. 2 Jahre, 2 Monate und so 20 Tage, irgendwie so auf jeden Fall über 2 Jahre drauf gewartet. Bei Kickstarter haben wir es gebackt. Das Spiel ist von Awaken Realms. Was für eine Geduldsprobe. Ja, den Captain's Pledge haben wir damals genommen. Das war der zweitgrößte Pledge, den wir bei dem Spiel nehmen konnten. Er hat ungefähr 130 Euro damals gekostet mit Versand. Das Spiel ist von Adam Kapinski. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, der gute Mann hat 2013 schon angefangen, an diesem Spiel rumzufriemeln. Ist dann zu Rebel Publishing gegangen, hat mit den Jungs da weitergearbeitet und am Ende ist Awaken Realms dazugekommen. Hat das ganze Projekt übernommen, mit ihm zusammen vollendet und das Ganze vorfinanziert, damit die Jungs auf Kickstarter gehen können, um das Ganze zu präsentieren. Genau, wir haben die deutsche Variante noch zu wissen, also 2019 ja. Kam ja die englische schon. Wir haben jetzt vor kurzem gerade die deutsche Variante bekommen, Anfang 2020. Also es gab das Two-Wave-Shipping. Wir werden Kickstarter übrigens nochmal ganz genau in einem extra Video erklären, falls ihr Fragen dazu habt. Also es gab das Two-Wave-Shipping. Wir warten kurz, bis das Sirenenfahrzeug vorbeigefahren ist. Gut, super. Das Two-Wave-Shipping, das heißt, man hätte sich die Version hier letztes Jahr schon im September schicken lassen können. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir gerne alles in einem Paket haben wollen, um Versandkosten zu sparen. Aber hätte man vorher gewusst, dass sich das ganze Projekt um über ein Jahr verzögert, dann wäre es wahrscheinlich doch das Two-Wave-Shipping geworden. Kickstarter, das passiert leider sehr oft. Ist halt Kickstarter, genau. Näheres dann dazu in der Risikosektion zur Kickstarter-Erklärung. Jetzt ist es endlich komplett angekommen. Wir haben jetzt schon mal eine Probe vom Spiel genommen und quasi reingeschnuppert. Ja, ja, sehr, sehr interessant. Und jetzt gibt es für euch hier auf Deutsch die Erklärung und danach unser erstes Fazit. Viel Spaß dabei. Willkommen auf der Nemesis. Ein Raumschiff, mit dem wir schon unbestimmte Zeit im Weltall unterwegs sind. Komischerweise haben sich unsere Kryokammern geöffnet. Wir sind aufgewacht. Wir sind 1 bis 5 Spieler, die in diesen Kryokammern erwachen und sind erstmal völlig orientierungslos. Wir wissen nicht, wie lange wir unterwegs sind. Wir wissen auch nicht, warum wir aufgewacht sind und die Erinnerungen kommen so langsam wieder. Wir kennen nur noch unsere Namen und haben natürlich unsere Grundkenntnisse behalten. Deswegen bekommt jeder Spieler zum Anfang seine 10 Aktionskarten, die eben zu seinem Charakter passen. Das ist der Charakter selber und jeder Spieler bekommt 3 auf ihn zugeschnittene Karten. Das ist seine Startwaffe und das sind seine 2 Startgegenstände, die freigeschalten werden müssen. Dazu kommen wir dann gleich. Und wie wir so aufwachen, kommen langsam unsere Erinnerungen wieder. Wir gehen an den ersten Schiffscomputer ran und stellen fest, okay, wir wurden erweckt, weil es auf dem Schiff diverse Fehlfunktionen gibt. Es gibt auch Brände und das Schiff möchte aber ganz gerne demnächst nach 15 Runden in den Hyperraum springen. Und wir müssen gucken, dass alles einwandfrei funktioniert, ob wir immer noch Richtung Erde fliegen, ob 2 von 3 Triebwerken funktionieren, weil ansonsten kommen wir entweder nie bei der Erde an und werden sterben, oder das Schiff wird zerrissen aufgrund von Fehlfunktionen oder explodiert aufgrund von Bränden. Und wie wir so immer weiter zu uns kommen, stellen wir außerdem fest, dass wir alle unterschiedliche Ziele haben. Diese werden wir nicht miteinander kommunizieren, es sei denn, wir spielen die Koop-Variante des Spieles. Dafür wären die Koop-Zielkarten notwendig. Die lassen wir in dem Fall jetzt aber mal ganz außen vor. Dafür gibt es eine Comic-Version, die könnt ihr euch auf der offiziellen Seite von Nemesis, könnt ihr euch die runterladen und dann könnt ihr die Koop-Variante spielen. Wir spielen jetzt diese Variante, die Semi-Koop-Variante, in der jeder ein Unternehmensziel, ein zufälliges bekommt und ein zufälliges persönliches Ziel. So langsam werden uns unsere Ziele wieder bewusst
Aber Ziel hin oder her, es geht erstmal darum, gemeinschaftlich das Schiff zu erkunden und herauszufinden, was ist hier eigentlich passiert. Und wie wir so zu uns kommen, stellt einer der Leute fest, dass hier in dem Raum schon die erste Leiche liegt. Das ist übrigens die blaue Leiche. Falls auf irgendeiner Zielkarte oder irgendwo im Spiel das Wort blaue Leiche auftauchen sollte, das ist die, die hier im Startraum in der Kryokammer schon mit drinne liegt und in ihrer Brust klafft ein großes Loch. Wir sind ja nicht blöd, obwohl wir gerade aufgetaut wurden und denken uns so, ja, das sollte so nicht sein. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wir fangen jetzt munter an, das Schiff zu erkunden. Mit unseren Aktionskarten, die wir, unseren Aktionsphasen und dann kommen die Ereignisphasen. So werden wir jetzt hier auf diesem Schiff rumlaufen. Ihr seht, dass auf dem Spielbrett hier Zweier verteilt sind. Da wird gemischt und dann werden dort die Zweierräume per Zufall ausgeteilt. Wichtig ist, nicht wundern, von den Zweierräumen gibt es mehr, als ihr auf das Feld legt. Die sorgen einfach dafür, dass bei jeder Spielrunde eine neue Konstellation von Räumen zustande kommt. Ich glaube, an der Zahl sind es 8 oder 9 und es werden aber nur 5 gelegt. Dann kommen die Basisräume dazu. Die mischt ihr die Einer und dann werden auch die per Zufall auf dem Spielfeld verteilt. Auf diese Räume kommen immer noch zufällige Statusplättchen rauf, die ausgelöst werden, wenn denn jemand diesen Raum betritt. Diese werden gemischt und werden verdeckt auf den Räumen verteilt. Auf allen, außer auf den Haupträumen, auf die auch keine Plättchen kommen. Wir als Crew können uns nur noch ganz grob daran erinnern und wissen, okay, die Kryokammer war mittig im Spiel, wir wissen noch, wo die Haupttriebwerke sind und wir wissen, wo das Cockpit ist. Wir fliegen erstmal Richtung Destination B. Wir fangen jetzt an, diese Räume zu erkunden. Ich komme gleich dazu, wie die einzelnen Bewegungsabläufe der Spieler sind, was die Leute machen können. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir teilen uns auf als Crew und der erste Spieler läuft auf einen solchen Raum. Es wird der Raum aufgedeckt. Dann wird geguckt, hier steht eine Zahl drauf. Das ist die Anzahl der Gegenstände, die in diesem Raum gefunden werden können. Und ihr seht immer, dass hier oben an jedem Raum ist so ein kleiner Pfeil dran, eben mit diesem Gegenstandssymbol. Da wird jetzt die Zahl, hier werden vier Gegenstände gefunden werden, das heißt, die 4 wird auf diesen Pfeil gedreht. Und immer wenn jemand hier drin die Aktion Suchen ausführt, wird es reduziert. Ist es bei 0 angekommen, kann man dort keine Gegenstände mehr finden. Jeder Raum hat eine Farbe. Es gibt 3 verschiedene Gegenstände, die man finden kann. Die seht ihr hier. Wir haben einmal die Engineer- oder Reparaturgegenstände. Da sind gewisse Tools dabei, die einem helfen können, hier weiterzukommen. Dann haben wir die Sanitätsgegenstände. Klar, die sind zum Heilen da, können euch aber unter Umständen auch einen Boost verpassen, mit dem ihr mehr Karten ziehen könnt, mehr Aktionen machen könnt, alle Aktionen gleichzeitig machen könnt, also Stimulanzieren. Und wir haben den Waffenslot, also die Waffengegenstände und da ist Munition drin, neue Waffen, Energiekapseln, Granaten. Ja, in diesem Raum können aber nur die Tools gefunden werden. Außerdem seht ihr immer noch ein kleines Symbol unten drauf und in diesem Fall würde das jetzt heißen, dass hier eine Tür aufgestellt wird, die hinter euch zugeht. Dann haben wir jetzt hier diese Tür und die wird jetzt zwischen diese beiden Räume gestellt. Türen haben grundsätzlich 3 Zustände. Spielfeldstandard ist, alle Türen sind offen. Wenn so ein Feld kommt, wird eine Tür aufgestellt, das heißt in dem Moment, Tür ist geschlossen. Und dann gibt es noch, Tür ist zerstört, das ist, wenn sie liegt. Eine zerstörte Tür kann nicht mehr geschlossen werden. Es gibt gewisse Möglichkeiten im Spiel, eine Tür wieder zu reparieren, aber an sich liegt die Tür da, ist sie geschlossen. So, das wäre jetzt das, was in diesem Raum passiert ist. Wenn ein Charakter einen Raum betritt, in dem niemand drin ist, das heißt, es ist kein Alien drin und es ist auch kein anderer Spieler drin, dann wird immer dieser Würfel gewürfelt und es wird eine Geräuschprobe abgelegt. Jetzt kommt ein Geräuschmarker in das Feld 1. Jetzt gucken wir, okay, wo steht die 1? Die 1 steht aus dem Flur, aus dem wir gekommen sind, also legen wir dort einen Geräuschmarker rein.
Dieses Würfelergebnis heißt, es passiert nichts, es sei denn, ihr seid eingeschleimt. Und dieses hier heißt, wenn in einem benachbarten Raum Xenos sind, egal wie viele, sie dürfen nicht im Kampf mit anderen Spielern sein, kommen sie alle zu euch rein und kämpfen mit euch. Ist kein Xeno irgendwo in der Nähe, wird auf jeden angrenzenden Raum, also in jeden Korridor, wird eine Marke reingelegt. Die Korridore sind all die Dinger, die, also all die Zwischenflure, die Räume miteinander verbinden. Ihr könnt niemals, und das kann auch kein Alien, in diese Korridore reingehen. Das ist nicht möglich. Ihr lauft immer nur von Raum zu Raum. Die Aliens tun das auch. Überall, wo ihr so einen Punkt seht, ist ein Lüftungsschacht. Spieler können Lüftungsschächte nicht benutzen, außer der Mechaniker, also wenn man spezielle Karten dafür hat. Wenn die 4 gewürfelt werden würde, zum Beispiel, ja, und auf den Lüftungsschacht soll eine Marke raufgelegt werden, ist es hier so, dass diese Marke hier oben drauf geht und damit symbolisiert, in den Lüftungsschächten wurde Geräusch ausgelöst. Jetzt ist es egal, wo ihr einen Lüftungsschacht habt und nochmal die Zahl würfelt, also würde ich jetzt hier die 4 würfeln, wo der rote Punkt ist, oder ich stehe in diesem Raum, würde die 3 würfeln, wird der Geräuscheffekt ausgelöst. Was passiert, wenn ein Geräuscheffekt ausgelöst wird, wenn ihr in so einen Raum reingegangen seid? Wie gesagt, immer wenn ihr alleine in einen Raum reingeht, wenn der Spieler jetzt hinterherkommen würde, hier zu ihm dazu, dann wird kein Geräuscheffekt ausgelöst. Wenn da schon ein Xeno drin ist, auch nicht. Jetzt ist dieser Spieler hier reingekommen und wir gehen davon aus, er hat die 1 gewürfelt. In diesem Fall haben wir hier schon einen Geräuschmarker. Die Tür hat absolut keinen Einfluss auf diese Geräuschmarker. In diesem Fall werden alle Geräuschmarker, die angrenzend zu diesem Raum sind, auf den ganzen Korridoren, werden entfernt. Es kann pro Korridor übrigens nur einen Geräuschmarker geben. Werden entfernt und wir ziehen aus der Nemesis-Tüte, die wir am Anfang des Spiels befüllt haben. Guckt dazu bitte einfach in die Spielvorbereitung rein, wie der Sack befüllt wird. Ziehen wir etwas raus. Das ist das Zeichen für einen Jäger. Ihr habt hier auf der Xenokarte, zu der kommen wir später noch, habt ihr eine schöne Übersicht, was ist. Ihr seht, es ist ein Jäger. Und jetzt würde theoretisch der erste Jäger hier reinkommen und würde mit mir kämpfen wollen. Wenn ein Jäger reinkommt, bleibt dieser Token dann draußen. Der wird nicht wieder in den Beutel gepackt. Und auf der Rückseite sehen wir eine Zahl. Diese Zahl wird gegen meine Handkartengröße gegengeprüft. Sind meine Handkarten gleich oder größer dieser Zahl, passiert nichts. Ist meine Handkartengröße kleiner, dann greift der Alien an und macht einen Sonderangriff. Zu Alienangriffen kommen wir aber noch. Merkt euch einfach nur, ich betrete einen Raum, ganz alleine, Geräuschprobe, würde irgendwo ein zweiter Geräuschmarker reinkommen, kommt ein Alien aus dem Beutel, welches kommt und habe ich noch so viele Handkarten, verhindere ich den Angriff. Gut. Wir gehen jetzt davon aus, das Ganze ist gut gegangen. Wir stehen da jetzt drinnen mit unserem Charakter und dann hat jeder Raum in diesem ganzen Spiel hat Spezialeffekte. Ich werde gleich die Basisräume erklären, die rot, die blau umrandet sind, aber für alle anderen Räume habt ihr hier diese wunderschön gemachte Auflistung. Die gibt es auch zweimal, damit für jeden am Tisch was dabei ist und man nicht eine immer im Kreis reichen muss. Hier seht ihr einmal die Basisräume 1, die immer dabei sind. Und auf der Rückseite habt ihr einmal die erweiterten Räume, die Räume 2. Davon sind wie gesagt nur 5 Stück dabei. Und es gibt die Spezialräume wie Cockpit, Kryokammer, Triebwerke. Die erkläre ich jetzt gleich. Lest ihr euch einfach durch, wenn ihr einen Raum aufdeckt. Wenn ihr das Spiel anderen Leuten erklären wollt, ist es auf diese Art und Weise auch viel einfacher, weil das kann sich am Anfang sowieso keiner alles merken. Deckt sie einfach auf, lest laut vor, wenn es passiert und handelt dementsprechend. Okay. Ja, wir machen weiter, wie die Crew so durch das Schiff streift. Hat es der erste Charakter irgendwann geschafft und ist bei den Triebwerken angekommen. Hier kann man die Aktion Raum machen. Eine Aktion Raum kostet euch immer 2 Aktionspunkte. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Und in den Triebwerken gibt es 2 Möglichkeiten. Und zwar kann das Triebwerk zum einen intakt sein, zum anderen beschädigt. Wie am Anfang schon gesagt, sollte sollte das Schiff in den Hyperraum eintreten, müssen 2 Triebwerke intakt sein, damit das Schiff sicher zur Erde fliegen kann, ist nur 1 intakt oder gar keins, wird es das Schiff zerreißen und alles wird zerstört.
Ein Zustand, bei dem übrigens auch immer die Xenos komplett mitsterben. Falls das einer als Mission haben sollte, die Xenos müssen alle sterben oder tötet, also zerstöre das Nest oder was auch immer. Wenn das Schiff explodiert, zählt das als erfüllt. Wenn ihr in diesem Raum seid, könnt ihr die Aktion machen, dass ihr euch die Triebwerke anguckt. Dabei guckt ihr euch die obere Karte an und packt sie dahin zurück, wo ihr sie hergenommen habt. Ihr müsst den anderen Spielern nicht wahrheitsgetreu sagen, was ihr gesehen habt. Ihr könnt es, ihr müsst es aber nicht. Ihr könnt sie auch anschwindeln, ihr könnt auch einfach gar nichts sagen. Dann gibt es spezielle Karten bei Charakteren oder Gegenstandskarten, mit denen könnt ihr dann eine Reparatur vornehmen. Das sind zwei voneinander getrennte Aktionen, ganz wichtig. Wenn ihr eine Reparatur vornehmt, könnt ihr, wenn ihr gerne möchtet, das unterm Tisch machen, wie ihr wollt. Ihr müsst allerdings den Spielern sagen, ob ihr die Plättchen getauscht habt oder nicht. Das gibt einfach ein gewisses Gefühl dafür, okay, wenn ich jetzt hier schon mal hinten war und habe mir die Triebwerke angeguckt, ich weiß, das obere ist intakt, jetzt geht einer rein, dann muss er mir wenigstens sagen, ja, habe ich getauscht. Dann weiß ich, okay, der hat es kaputt gemacht. Ja, damit man wenigstens eine gewisse Übersicht hat, weil ansonsten rennt man ja immer wieder hinter zu den Triebwerken. Diese drei Räume funktionieren alle gleich. Die Kryokammer, wo wir aufwachen, wird erst ab diesem Zeitpunkt im Spiel, also zwischen Runde 9 und 8, wieder aktiviert. Und dann könnt ihr hier in den Kryoschlaf einsteigen. Und hier vorne seht ihr das Cockpit. Hier ist eine Destination angegeben, wo wir hinfliegen. Automatisch fliegen wir am Anfang immer Richtung B. Wenn ein Charakter jetzt hier vorne reinkommt, kann er zwei Aktionspunkte bezahlen und kann sich entweder angucken, wie die Destinationen aussehen. Es liegt hier oben nur eine Karte immer, ja? Wird am Anfang des Spiels zufällig bestimmt. Dann liegt hier eine Karte. Und dann kann der Spieler sich im Geheimen natürlich diese Karte angucken und kann sehen, wo wir hinfliegen. Wir fliegen aktuell Richtung Venus. Das wäre schlecht. Unser Ziel ist die Erde. So. Also kann er nochmal bei seiner nächsten Aktion für wieder zwei Aktionspunkte kann er die Destination auf C verschieben. Er muss den anderen Spielern nicht sagen, ob wir jetzt richtig fliegen oder nicht. So. Grundsätzlich muss man sagen, in diesem Spiel ist das Ziel, die Erde zu erreichen. Das ist ein grundsätzliches Ziel. Egal, was auf euren Aktionskarten draufsteht, töte den Spieler, untersuch ein Ei, mach das, mach das, mach das. Es ist immer wichtig, dass ihr am Ende die Erde erreicht. Das geht entweder über, ihr habt die Triebwerke repariert, ihr habt die Koordinaten eingestellt und ihr habt euch in der Kryokammer wieder eingefroren. In diesem Moment werdet ihr die Erde erreichen. Ansonsten gibt es noch die Rettungskapseln. Auch über die könnt ihr die Erde erreichen. Das ist eine spezielle Raumaktion. Zu der kommen wir gleich. Okay. Dann erklären wir mal die Spieleraktionen. Am Anfang des Spiels wird ausgeteilt. So. Und dann seht ihr, welche Spielernummer ihr bekommt. Dann nehmt ihr euch dieses Kartenstück dazu, wo ihr eure Karten reinplatzieren könnt, eure Gegenstandskarten. Und hier vorne steht die Spielernummer drauf. Das ist deswegen wichtig, falls ihr Spieler 1 töten sollt beispielsweise, dann seht ihr das hier draußen schon, wer Spieler 1 ist und müsst denjenigen nicht fragen. Du, sage mal, bist du eigentlich Spieler 1? Gut zu wissen. Eure Karte behaltet ihr, danach wird auch die Reihenfolge bestimmt, wie eure Charaktere ausgewählt werden. Ihr bekommt nämlich jetzt erst eure Ziele ausgeteilt, bekommt dann die Charakterkarten. Ich weiß jetzt nicht, wo sie sind, was soll's. Da bekommt ihr immer zwei, steht aber auch in der Anleitung. Es gibt halt die Charakterkarten, das sind für jeden Charakter eine Karte. Der Startspieler bekommt zwei, sucht sich eine aus, packt die andere wieder rein, gibt es weiter. Das wird so lange gemacht, bis alle einen Charakter haben. Ihr bekommt eure Charakterstartgegenstände und eure Charakterkarten plus euer Tableau. Wie läuft so eine Runde ab in Nemesis? So, ich habe jetzt hier meine Charaktertafel. Meine 10 Aktionskarten. Es sind immer 10 Aktionskarten, also Standardaktionskarten, mit denen der Charakter was machen kann. Wir hatten gestern nach der ersten Hälfte der Erklärung Probleme mit der Kameratechnik. Die ließ sich leider gestern auch nicht mehr bewältigen. Und deswegen mussten wir einen Cut machen und werden an der Stelle jetzt wieder einsetzen, mit der Erklärung fortsetzen.
Bitte seid nachsichtig, falls es passiert, dass ich etwas doppelt erwähne. Ich versuche genau da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe, aber es kann natürlich sein, dass bei so einem umfangreichen Spiel auch irgendwie nochmal eine doppelte Information reinflutscht. Wir sind stehen geblieben bei den Charakteren. Wenn ihr euren Charakter jetzt bekommen habt, dann bekommt ihr 10 Aktionskarten, die zu dem Charakter passen. Das steht hier unten drauf. Das ist der Charakter in der Farbe Blau. Da könnt ihr dann auch den blauen Gummipropf nehmen und euren Charakter dort reinstellen. Und dann bekommt ihr 10 Aktionskarten. Aktionen in diesem Spiel sehen immer so aus, dass immer dieses Symbol daneben steht, was angibt, wie teuer die Aktion selber ist. Eine Basisaktion zum Beispiel hat Kosten von 1. Kosten von 1 heißt, ihr bezahlt die immer mit euren Handkarten. Ihr habt 5 Handkarten am Anfang auf der Hand. Ihr zieht immer zu Beginn der Runde auf 5 nach. Dazu kommen wir gleich noch. Und dann bezahlt ihr. Ihr wollt eine Aktion bewegen machen. Okay, dann legt ihr eine Karte auf den Abwurfstapel und könnt euch bewegen, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Es geht in einen angrenzenden Korridor und ihr achtet auf die Alarmregeln. Bei Aktionen Schießen, Nahkampf etc. tauschen kostet euch immer eine Aktion. Dann könnt ihr Aktion vorsichtig bewegen machen. Dafür müsst ihr 2 Karten ablegen und könnt euch jetzt in einen angrenzenden Raum bewegen. Ihr müsst keine Geräuschprobe auswürfeln, sondern ihr legt den Geräuschmarker jetzt auf einen Korridor eurer Wahl. Sind alle Korridore belegt mit Geräuschmarkern, könnt ihr die vorsichtige Bewegung nicht mehr machen, weil es macht ja auch keinen Sinn mehr. Ihr könnt ja nirgendwo einen hinlegen. Bei euren Handkarten ist wichtig, wenn hier auf eurer Handkarte eine 2 draufsteht als Kosten, heißt das, ihr müsst zusätzlich zu dieser Karte 2 Karten abwerfen. Also insgesamt 3, wenn ihr diese Aktion machen wollt. Beachtet bitte, dass es auf den Karten Symbole gibt, die sagen, wann ihr das benutzen dürft. Eine Waffe heißt nur während des Kampfes nutzbar. Eine durchgestrichene Waffe heißt nur außerhalb des Kampfes nutzbar. Und wenn gar nichts drauf ist, heißt es, ihr dürft diese Karte jederzeit im Spiel einsetzen. In eurer Runde, versteht sich. Genauso die Aktionen der Basisaktion. Bewegen geht immer. Schießen, Nahkampf geht nur im Kampf. Ihr könnt also nicht einfach sinnlos mit dem Messer in der Gegend rumstechen, um eine Aktion gemacht zu haben. Und ansonsten gibt es schwere Objekte aufheben, tauschen und herstellen. Ja, Aktion bewegen hatten wir. Gehen wir die Basisaktion bloß mal fix durch. Wenn ihr auf ein Monster schießen wollt, dann nehmt ihr von eurer Waffe, die ihr habt, jeder Charakter bekommt seine Basisgegenstände, das hatten wir schon, die müsst ihr einer Hand zuordnen und dort ist von vornherein steht drauf, wie viel Munition diese Waffe hat, in dem Fall sind es 3. Ja, ich weiß, das ist die Waffe des Wissenschaftlers, das ist der Captain, aber wir haben jetzt mal genommen, was oben drauf liegt. Wenn ihr ein Monster angreifen wollt, müsst ihr zum Schießen im selben Raum sein wie das Monster. Wenn ihr jetzt auf das Monster schießen wollt, nehmt ihr eine Marke runter. Ihr würfelt mit diesem Würfel und dann seht ihr, ob ihr getroffen habt oder nicht. Dafür verweise ich einfach auf die Anleitung des Spieles. Ganz kleinen Moment. In der Grundanleitung des Spiels seht ihr einmal auf der linken Seite, was passiert, wenn ihr mit Fernkampf angreift. Auf der rechten Seite, was passiert, wenn ihr mit Nahkampf angreift. Legt das einfach daneben und schaut es euch an, wenn ihr das auswürfelt. Es macht keinen Sinn, das jetzt zu erklären. Der einzige positive Unterschied beim Schießen ist, dass auch wenn ihr verfehlt, passiert euch nichts. Ihr habt halt nur das Monster nicht getroffen. Wenn ihr einen Nahkampfangriff auf das Monster machen wollt, bekommt ihr in jedem Fall eine Kontaminationskarte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine schwere Wunde erleidet, ist sehr, sehr hoch, weil das Monster haut dann einfach im Nahkampf zurück. Wie ich finde, sehr thematisch. Sollte man sich also wirklich überlegen, ob man diese Art des Angriffs wählt. Ansonsten verhalten sich Nahkampfangriff und Schießen gleich, außer dass man natürlich keine Munition runternehmen muss. Dann haben wir die schweren Objekte. Wenn ihr schwere Objekte mitnehmen wollt, dazu zählen unter anderem immer, wenn ein Nemesis getötet wurde, ein Xeno getötet wurde, lässt dieser Xeno, da wo er gestorben ist, einen Kadaver fallen. Diese Kadaver zählen als schwere Gegenstände, genauso wie Leichname von Mitspielern. Und man kann im Nest der Königin
noch die Eier finden. Auch diese zählen als schwere Gegenstände. Ansonsten zählen alle Gegenstände als schwere Gegenstände, die hier oben ein solches Symbol drauf haben. Schwere Gegenstände können grundsätzlich nur in der Hand getragen werden und nicht in eurer Gegenstandsleiste. Wir haben also eine Waffe in der linken Hand und wenn wir jetzt hier stehen und uns entscheiden, dass wir für eine Aktionskarte einen schweren Gegenstand aufheben wollen, wie zum Beispiel den Leichnam, den wir im ersten Raum gefunden haben, dann legen wir uns den in die andere Hand und blockieren damit diesen Slot für andere Sachen. Schwere Gegenstände könnt ihr damit hochheben, nicht im Kampf, nur außerhalb des Kampfes möglich. Ja, ihr könnt theoretisch, wenn ihr gerne wollt, auch zwei schwere Gegenstände tragen. Ihr könnt auch so eine Leiche von einem Xeno mit euch rumtragen und eine Leiche. Allerdings müsstet ihr dann eure Waffe abwerfen, weil, wie gesagt, die kann nicht ins Inventar. Da ist ein schwerer Gegenstand drauf. Die können nur getragen werden. Schwere Gegenstände wie der Kadaver, eine Leiche oder ein Ei gehen nicht verloren. Ihr könnt sie jederzeit in eurer Runde fallen lassen, da wo ihr gerade seid. Das kostet euch keine Aktion. Ihr legt sie einfach wieder in das leere Feld. Wenn ihr eine Waffe oder einen Gegenstand fallen lasst, verschwinden die aus dem Spiel und kommen auch nicht mehr wieder. Dann haben wir Tauschen. Wenn ich zum Tausch aufrufe, bezahle ich auch wieder eine Aktionskarte und alle Spieler in dem jeweiligen Feld dürfen Gegenstände miteinander tauschen. Es bezahlt nur einer diese Tauschkosten, aber alle in dem Feld haben die Möglichkeit, miteinander zu tauschen. Es ist wie gesagt ein semi-kooperatives Spiel, die anderen können nicht sehen, welche Karten ich habe. Ich kann dann aber ganz offen anbieten, was ich habe und kann den anderen fragen. Ich kann sagen, ich habe hier eine Granate, hättest du Mullbinden für mich oder hast du was Interessantes für mich, dann kann getauscht werden. Es kann auch nur die Granate rübergegeben werden, es muss kein Gegenwert erfolgen. Es können auch drei Gegenstände gegen einen getauscht werden. Ganz wichtig, es können auch die Stabgegenstände der einzelnen Charaktere getauscht werden. Ja, also ich kann auch die Kanone vom Captain bekommen. Ich kann auch die zwei besonderen Gegenstände, die jeder Charakter hat, die erst aktiviert werden müssen. Auch die können, wenn sie denn aktiviert wurden, ihr erinnert euch an diese Karten, wenn sie denn aktiviert wurden, werden sie umgedreht, kommen in meine Gegenstandsleiste unter Umständen rein. Oder haben halt ein schweres Handsymbol drauf und müssen dann direkt in die Hand gelegt werden. Auch diese lassen sich ganz einfach unter Charakteren tauschen. Herstellen. Ihr seht hier auf dieser Herstellungsleiste seht ihr verschiedene blaue Symbole. Diese blauen Symbole werden hier auftauchen auf den Gegenstandskarten. Hier seht ihr zum Beispiel eine. Hier seht ihr eine andere. Und wenn ihr zwei dieser Gegenstände habt, könnt ihr in eurer Aktionsphase eine Karte bezahlen, legt diese zwei passenden Gegenstände weg und dürft euch aus dem blauen Gegenstandsstapel die entsprechende Karte raussuchen, wie zum Beispiel den Taser oder das Gegenmittel. Es gibt jeden Gegenstand hier nur dreimal und sie sind von der Anzahl her beschränkt. Sind sie alle, dann sind sie alle. Wenn sie jemand verbraucht hat, gehen sie wieder zurück in den Stapel und ein anderer Spieler kann sie neu herstellen. Ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit, an blaue Gegenstände ranzukommen. Das ist wichtig, die kann man nur über Herstellung bekommen. So. Wie sieht denn so eine Runde nun eigentlich aus? Jetzt haben wir hier die Spielerphase. Am Anfang der Spielerphase gibt... Wo ist der Startspielermarker? Hier ist er. Eine Spielerrunde fängt immer an mit 5 Aktionskarten nachziehen. Also ich ziehe auf 5 Handkarten nach. Das passiert immer am Anfang der Spielerphase. Jetzt gebe ich den Startspielermarker an den linken Nachbarn weiter. Dieser Schritt wird in der ersten Runde übersprungen, weil es macht ja keinen Sinn, einen Startspieler auszuwählen, wenn der den Marker gleich weitergibt. Ne? Ganz wichtig. Und damit geht die Runde los. Man muss in einer Runde 2 Aktionen ausführen oder passen. Also ihr könnt entweder, wenn ihr dran seid, sofort passen, dann dreht ihr eure Spielerkarte um. Ihr könnt eine Aktion ausführen und passen oder ihr führt 2 Aktionen aus und dann ist automatisch der nächste dran. Ihr dürft nicht 2 Aktionen ausführen und passen. Das funktioniert nicht. Also ich mache einmal Aktion laufen, würde jetzt hier eine Geräuschprobe machen und möchte dann gerne noch einen der schweren Gegenstände hochheben. Ich habe 2 Aktionen gemacht, der nächste Spieler ist dran. Jetzt habe ich nur noch Handkarten von 3, was bei einer Begegnung zum Beispiel sehr interessant wäre. Ihr erinnert euch, ist auf dem Begegnungschip hinten eine Zahl drauf, die größer ist als meine Handkartenzahl, findet ein Angriff statt. Also man sollte nicht mit leeren Karten in einen Raum reingehen, ist Risiko. Okay. Wenn ich wieder dran war,
Ich bin wieder dran, ich mache noch eine Aktion, ich laufe nochmal, laufe wieder zurück und ich passe. Meine zwei, in dem Moment, wo ich passe, kann ich beliebig viele meiner Handkarten ablegen. Ich muss aber nicht. Ich kann auch die Handkarten auf der Hand behalten oder ich lege sie auf meinen Abwurfstapel. Das steht mir frei. Ich passe auf jeden Fall meine Runde und so, das geht jetzt so lange weiter, bis alle Spieler dran waren. Wenn alle Spieler dran waren, kommt die Nemesis-Phase und danach wird der Ereignismarker vorgerückt. Nein, Moment. Der Zeitmarker wird zuerst vorgerückt. Erst der Zeitmarker, dann kommt die ganze Nemesis-Phase, Ereignisphase und dann geht es weiter. Sollte auf der Selbstzerstörungsleiste hier schon ein Marker liegen, wird der automatisch auch eins vorgerückt, weil auch die Runden schreiten zeitgleich voran wie diese hier. Okay, dann machen wir mal weiter mit den Zeitleisten. Ihr seht hier unten haben wir die Zeitleiste. Das ganze Spiel läuft über 15 Runden ab. Ihr wisst jetzt immer, wann das vorgeschoben wird. Und es gibt die Zerstörungsleiste des Schiffes. Durch verschiedene Ereignisse in diesem Schiff, das können Gegenstandskarten sein, das können Heldenaktionen sein, das können eine Aktion in einem entsprechenden Raum sein, kann der Selbstzerstörungsmechanismus gestartet werden. Wenn dies passiert, geht eine Marke hier mit drauf, auf die 6. Und immer wenn die Zeitleiste einen vorrückt, rückt auch die Selbstzerstörung vor. Solange sich der Selbstzerstörungsmechanismus noch nicht im gelben Bereich befindet, kann er jederzeit wieder abgebrochen werden. Auch dies durch Raumaktionen, Spieleraktionen etc. Dann geht der Marker komplett runter und wenn der Selbstzerstörungsmechanismus wieder gestartet wird, geht er wieder auf die 6 drauf. Sollte der Stecker einmal hier rüber gerutscht sein und sich im gelben Bereich befinden, gibt es kein Zurück mehr. Das Schiff wird in jedem Fall zerstört. Auch wenn alle Spieler jetzt in den Kryoschlaf gehen oder mit den Rettungskapseln wegfliegen, dieses Schiff wird definitiv zerstört. In dem Moment, wo es in den Hyperraum eintreten will, explodiert es. Wichtig für Ziele. Wenn ihr das Ziel habt, ihr sollt alle zerstören, alle Aliens, werdet ihr hiermit auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr müsst aber auch selber überleben. Ja? Also müsst ihr eine Rettungskapsel benutzen, damit ihr das Spiel noch gewinnen könnt. Es gibt in diesem Spiel, wenn wir schon mal bei der Leiste sind, es gibt in diesem Spiel Ereignisse, die ausgelöst werden, wenn die Zeit voranschreitet. Wenn wir zum Beispiel von der Runde 9 auf die Runde 8 rutschen, erst in diesem Moment werden die Kryokapseln wieder aktiv und die Spieler haben die Möglichkeit, sich wieder einfrieren zu lassen. Vorher geht dies nicht. In dem Moment, wo der Marker in den gelben Bereich rutscht auf der Explosionsleiste, werden alle Rettungskapseln aktiviert. Die sind vorher auf der Verriegelseite. In dem Moment, wo das hier rüber rutscht, entriegelt das Schiff automatisch alle Rettungskapseln. Sie können auch wieder verriegelt werden durch Spieleraktionen, aber sie werden erstmal zeitgleich alle entriegelt. Außerdem, in dem Moment, wo der erste Heldencharakter eines Spielers stirbt, schaltet das Schiff automatisch den Rettungsmodus frei, also auch in diesem Fall werden alle Rettungskapseln geöffnet. Bei der ersten, und das ist das vierte Event in diesem Spiel, das ihr euch merken müsst, bei der ersten Xeno-Begegnung, die auftritt in diesem Spiel, müssen sich alle Spieler zeitgleich entscheiden, welches Ziel sie verfolgen wollen bis zum Ende des Spieles. Ich komme jetzt hier rein, ich fülle den Würfel, 4, okay, es kommt ein Xeno rein. Bupp, bevor es jetzt hier weitergeht mit dem Xeno, gekämpft wird oder irgendwas, erste Xeno-Begegnung, alle Spieler müssen sich zeitgleich entscheiden, welches Ziel verfolgen sie, das persönliche oder das Unternehmensziel. Alle Ziele, die sie nicht mehr verfolgen, werden verdeckt abgeworfen und dürfen sich auch nicht angesehen werden. Ganz wichtig. Die Kryokapsel ist freigeschalten, ihr habt jetzt die Möglichkeit und wollt euch einfrieren lassen. Dann könnt ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt das tun, werft ihr zwei Karten ab, so viel kostet die Aktion, und werft den Geräuschmarker, weil ihr beim Einfrieren ein Geräusch macht. Wenn bei dieser Geräuschauslösung ein Xeno erscheint, ist eure Aktion gescheitert und er steht halt neben euch. Jetzt könnt ihr die Raumaktion nicht mehr nutzen, das heißt, ihr müsst ihn erst töten, um einen neuen Einfrierversuch zu starten. Wenn das Ganze glückt und es erscheint kein Xeno bei euch, dann dürft ihr euren Charakter von dem Spiel runternehmen und seid damit eingefroren. Sobald der erste Charakter eingefroren ist,
dürfen keine waghalsigen Manöver mit der Nemesis mehr machen, weil das Schiff darauf programmiert ist, die Spieler zu schützen, die im Kryoschlaf sind. Soll heißen, sobald ein Spieler im Kryoschlaf ist, darf der Zerstörungsmodus nicht mehr aktiviert werden. Wenn er aktiviert ist, läuft er weiter. Aber wer friert sich ein auf einem Schiff, das droht zu explodieren? Wenn er allerdings nicht gestartet ist, darf er jetzt auch nicht mehr gestartet werden. Es geht nicht mehr. Und die Koordinaten des Schiffes dürfen nicht mehr verändert werden. Das Schiff fliegt dahin, wo es eingestellt ist, egal ob richtig oder falsch, sobald der Erste sich eingefroren hat. So, kommen wir noch zu den Gegenständen, weil auch die sind noch spielerrelevant. Ihr dürft in den Räumen, wo ihr seid, dürft ihr nach Gegenständen suchen. Dafür gibt es Spielerkarten, das sind keine Basisaktionen, ja, das sind spezielle Spielerkarten, die ihr dafür benutzen könnt, um in einem Raum zu suchen. Wir haben vorhin festgestellt, der Raum wird mit der Anzahl der Gegenstände auf diesen Pfeil gedreht. Hier drinnen gibt es 4 Gegenstände zu finden. Es ist ein Ingenieurraum, also dürft ihr euch Ingenieurgegenstände nehmen. Wenn ihr hier drin die Aktion Suchen ausführt mit einer Karte, dürft ihr euch 2 Karten von diesem Stapel ziehen, dürft euch eine aussuchen und die andere wird unten drunter gelegt. Die Karten sind alle gleich aufgebaut. Ihr seht wieder oben das Symbol, könnt ihr im Kampf benutzen, könnt ihr nicht im Kampf benutzen. Einige haben das Crafting-Symbol, was wir gerade erklärt haben, schon mit drauf. Alle haben Kosten, ihr wollt den Gegenstand also benutzen. Ihr legt ihn raus und bezahlt zeitgleich noch eine Karte von eurer Hand, um ihn zu benutzen. Und es gibt bei manchen Bedingungen, wo drauf steht oder eben und. Dann könnt ihr mehrere Sachen benutzen, ansonsten müsst ihr euch für eins davon entscheiden und die Karte dann abwerfen, wenn ihr das macht. Ihr lagert die Karte hier drauf auf eure Ablage und ihr könnt hier beliebig viele Karten lagern. Es gibt keine Gegenstandsgrenze. Achtet bloß bitte darauf, dass auf diesen Karten nicht zufällig das Symbol für schwere Gegenstände drauf ist. Ja, es gibt hier zum Beispiel in diesem Stapel den Feuerlöscher. Den müsstet ihr tatsächlich in einem Handslot mit euch rumtragen und nicht in eurem Gegenstandslot. Darauf gilt es zu achten. Okay, kommen wir zu den Zenos. Immer wenn ihr einen Zeno angreift, immer wenn ihr auf ihn schießt oder immer wenn ein Zeno Schaden erhält, habt ihr hier den Zeno-Angriffsstapel. Ich schieße auf den Zeno, ich habe einen Schaden erwirkt, dann wird die obere Karte vom Angriffsstapel umgedreht und wir gucken, ob der Zeno, wie viele Lebenspunkte der in diesem Moment hat. Diese Lebenspunkte sind eine variable Größe, die sich hier immer ändern und bei jedem Angriff wird einfach die obere Karte angeguckt und es wird geschaut, okay, wie viele Lebenspunkte hat der Zeno und dementsprechend wird es dann geregelt. Ich habe jetzt einen Schaden mit Schießen auf ihn gemacht, also lege ich hier eine Marke auf sein Plateau rauf. Es wird geguckt, okay, er hat Lebenspunkte von 3. Okay, ich schaffe es jetzt nochmal 2 Schaden mit einem Angriff auf ihn zu machen, dann wird wieder die obere Karte umgedreht. Oh, jetzt hat er 6, er stirbt also wieder nicht. Es muss immer eine Karte gezogen werden, wenn ein Zeno Schaden erhält. In dem Fall ist es aber nur so, dass der Zeno, dass hier zählt nur dieser obere Bereich. Also hier wird nur geguckt, wie viele Lebenspunkte hat der Zeno, er greift nicht an. Ja? Okay. Bei der Königin und den Brutbestien werden bei einem Angriff immer 2 Karten gezogen. Und es wird beides zusammen addiert und geguckt, wie viele Lebenspunkte hat derjenige. Bei einer Larve wird gar nicht geguckt. Bei einer Larve, eine Larve stirbt immer, wenn sie einen Schaden bekommt. Sie ist sofort tot. Zertreten! Okay, kommen wir zu der Ereignisphase. Also, wir schieben die Zeitmarker vor. Dann wird geguckt, passiert hier irgendwas? Nein. Die Zeno-Angriffe. Jeder Zeno, der in einem selben Raum ist wie ein Spieler, führt einen Angriff aus. Das heißt, für jeden Zeno wird eine Karte umgedreht. Hierbei wird jetzt die Lebenspunkteanzahl ignoriert. Sollten jetzt schon 3 Schaden auf diesem Zeno liegen, stirbt er nicht nur, weil er angreifen will. In diesem Fall zählen die Lebenspunkte hier oben nicht. Die sind nur dafür da, falls die Spieler angreifen. Ihr guckt jetzt, ob das Symbol eures Zenos zu dem jeweiligen Symbol auf der Karte passt. Das ist ein Jäger, das ist das Jägersymbol. Also macht dieser Jäger jetzt einen Angriff auf uns und hier unten steht, was passiert. Er gibt uns entweder Kontaminationskarten, er fügt uns leichte Wunden zu oder er fügt uns schwere Wunden zu. Wir haben auf unserem Charaktertableau hier die Möglichkeit, wenn wir eine leichte Wunde erhalten haben, legen wir den hier drauf, erhalten wir noch eine leichte
rutscht er einen runter und erhalten wir noch eine leichte Wunde, bekommen wir automatisch eine schwere Wunde. Dafür ziehen wir dann die schwere Wundenkarte und legen die neben unseren Charakter und der Stecker geht wieder runter. Wenn ihr hier angekommen seid und bekommt zwei leichte Wunden, rutscht er runter, ihr bekommt eine schwere und er wird hier oben wieder draufgesetzt. Wenn ihr eine schwere Wunde erhalten habt durch einen Zeno-Angriff, ist das ein Debuff, also ein Malus, den euer Charakter bekommt. Das wird neben den Charakter gelegt und der gilt so lange, wie er aufgedeckt ist. Thema Wunden steht auf den Karten immer drauf. Leichte Wunden können sofort geheilt werden. Schwere Wunden müssen immer erst verbunden werden. Wenn sie verbunden wurden, werden sie umgedreht und der Malus zählt nicht mehr. Und dann kann man sie heilen. Dann werden sie komplett abgeworfen und gehen damit aus dem Spiel raus. Ganz wichtig ist, ob verbunden oder offen, wenn ihr drei schwere Wunden hier liegen habt und erleidet noch eine leichte Wunde dazu oder eine schwere, also irgendein Schaden, obwohl ihr schon drei schwere Wunden habt, sterbt ihr. Ja. Auch wenn es drei verbundene schwere Wunden sind, kommt noch eine dazu, sterbt ihr. Es gibt auch Xeno-Angriffe, da solltet ihr darauf achten. Der Biss zum Beispiel, der sagt auch, habt ihr schon zwei schwere Wunden und bekommt noch einen Schaden dazu, also der beißt euch dann tot, trotzdem ihr nur zwei schwere Wunden habt. Ganz wichtig. Wenn ihr eine Kontaminationskarte erhaltet, legt ihr diese offen auf euren Abwurfstapel dazu und sie zählt jetzt mit in euren Handkartenpool rein. Kontaminationskarten, die ihr auf der Hand habt, dürft ihr grundsätzlich nicht als Aktionskarten verwenden. Es sind also tote Handkarten. Das Einzige, was sie euch bringen, ist, wenn ihr einen neuen Raum begegnet, in einen neuen Raum geht und es wird geguckt, wie viele Handkarten habt ihr auf der Hand, um einen Überraschungsangriff abzuwehren, dann zählen diese Karten mit zu euren Handkarten. Ansonsten sind Kontaminationskarten wirklich leere Karten auf der Hand. Machen wir erstmal weiter mit den Zenos. Jetzt kommt die Ereignisphase. Dafür wird eine Karte vom Ereigniskartenstapel gezogen. Da wird oben geguckt, hier steht, welche Xenos bewegen sich und in welche Richtung. Xenos bewegen sich nur, wenn sie sich nicht im Kampf befinden. Dieser Xeno befindet sich jetzt mal gerade nicht im Kampf und es steht da, er bewegt sich Richtung 1. Wenn hier keine Tür wäre, würde er jetzt hier rüberkommen. Er löst keinen Überraschungsangriff aus. Wie er es tun würde, ein Überraschungsangriff sind die Angriffe, wenn die Xenos im Raum erscheinen und geguckt wird, Abgleich, Handkartenspieler, Marke auf der Rückseite. Das ist ein Überraschungsangriff, ein Xeno, der in euren Raum reinkommt, der greift euch diese Runde nicht mehr an, weil hier steht ja auch drauf auf der Karte, dass der Xeno-Angriff davor stattgefunden hat. Aber er würde zu uns in den Raum kommen. Danach wird das Ereignis hier unten ausgeführt, so wie es auf der Karte steht, und dann geht die Ereigniskarte auf den Abwurfstapel und damit kommen wir noch zur letzten Phase, der Xeno-Ausbreitungsphase. Da nimmt der aktuelle Startspieler, zieht eine Münze aus dem Beutel raus. Hiermit soll symbolisiert werden, dass die Xenos sich auf dem Spiel natürlich ausbreiten und auch weiterentwickeln. Es kann passieren, dass eine Larve schlüpft. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Larve gezogen. Jetzt ist die Zahl auf der Rückseite unwichtig. Ich habe eine Larve gezogen. Die entwickelt sich jetzt weiter zu einem Jäger. Das heißt, das Plättchen geht weg und es würde ein Jägerplättchen in den Sack reinkommen. Auch hierfür gibt es in der Anleitung einen Part. Schaut euch das einfach an, was passiert bei welcher Münze. Damit sind wir durch diese Phase durch und erst jetzt rutschen wir wieder hoch. Jetzt wird auf 5 Handkarten nachgezogen und der Startspielermarker geht weiter. Wenn der Xeno jetzt versucht, hier durchzulaufen, weil sein Movement sagt, er darf hier durch und da ist eine Tür, bleibt der Xeno stehen, wo er gerade ist, aber er zerstört die Tür. Sollten hier mehrere Xenos drin stehen und alle wollen gleichzeitig hier durchlaufen, hauen sie alle gleichzeitig auf die Tür, zerstören sie, aber keiner bewegt sich. So, Kontaminationskarten. Ihr habt die Möglichkeit, Kontaminationskarten durch Aktionskarten wie Ausruhen loszuwerden. Ihr könnt hier irgendwo duschen gehen in der Dusche, dann werdet ihr sie los. Ihr könnt auch in die Chirurgie gehen. Wichtig ist nur immer, wenn ihr gezwungen werdet, eine Kontaminationskarte zu scannen, dann legt ihr sie in den Scanner rein. Das ist dieses wunderschöne Ding hier. Und dann guckt ihr euch an, ob hier auf dieser, hier stehen 5 Wörter drauf und ob davon eins das Wort infiziert ist, ja.
Da sind keine Rechtschreibfehler oder so drauf. Das Wort steht einfach in vielen abgewandelten Versionen da, damit man nicht schon vorher halbwegs deuten kann, was da steht. Guckt einfach ganz genau, steht da irgendwo infiziert. Wenn hier infiziert steht, dürft ihr diese Karte nicht abwerfen. Ihr folgt dem Infektionsvorgang, den seht ihr auf der Rückseite von dem Scanner. Ihr werdet dann eine Larve auf euren Charakter legen müssen. Und wenn ihr jetzt nochmal Karten scannen müsstet und auf einer Karte würde infiziert stehen und ihr habt schon eine Larve drauf, sterbt ihr. Ihr solltet euch also Gedanken machen, wie ihr die Larve runterbekommt. Das geht mit Gegenmitteln. Das geht zum Beispiel in der Chirurgie, könnt ihr diese Karten direkt entfernen lassen, wo infiziert drauf steht, und die Larve entfernen. Ihr solltet also jetzt nicht die Aktion Ausruhen machen und nochmal dieselbe Kontaminationskarte scannen, die ihr schon auf der Hand habt, weil dann würdet ihr sterben. Wenn ihr schon eine Larve drauf habt und ihr begegnet jetzt im Spiel eine Larve und auch die will noch in euch reinkrabbeln, weil sie euch angreift. Larven ziehen übrigens keine Angriffskarten. Wenn Larven angreifen, krabbeln sie direkt in euch rein. Dann würde diese Larve entfernt werden. Also ihr könnt nicht zwei Larven auf eurem Spielertableau haben. Sie wird aus dem Spiel entfernt und ihr seid gezwungen, eine Kontaminationskarte noch weiter in euer Deck reinzumischen. Ihr müsst grundsätzlich eine Kontaminationskarte reinnehmen, wenn euch eine Larve befällt, aber in dem Fall dann müsst ihr noch eine zusätzliche mit reinnehmen. Ganz wichtig ist, wenn das Spiel beendet ist und ihr habt Kontaminationskarten hier drauf, wir nehmen an, das Spiel ist jetzt vorbei in der Endauswertung und ihr habt noch eine Kontaminationskarte da, dann wird werden alle Kontaminationskarten gescannt, die ihr noch habt. Sollte da eine Infektion dabei sein, wird eine Larve draufgelegt. Ihr müsst alle eure Handkarten mischen und müsst die obersten vier Karten ziehen. Ist davon eine Infektionskarte, nicht mal Kontamination, Infektionskarte. Habt ihr das Spiel verloren, weil in dem Moment, wo ihr eigentlich flüchten wolltet, ist das Alien aus euch rausgeplatzt und ihr habt verloren. Das aber nur in der Endauswertung und zum Thema Kontaminationskarten. So. Ansonsten noch kurz umrissen. Die Xeno selber. Was ich noch vergessen habe. Wenn ihr in einem Raum mit einem Xeno seid und ihr wollt euch jetzt bewegen und wollt aus diesem Raum rauslaufen, in dem Moment, wo ihr die Laufbewegung startet und in einen Nebenraum gehen wollt, greift euch der Xeno immer an. Stehen hier mehrere Xenos drin, hauen euch alle der Reihe nach. Ihr zählt dann also für jeden Xeno eine Karte und guckt, passt es, trifft er euch oder trifft er euch nicht. Wie gesagt, bei einer Larve wird nie eine Karte gezogen, die krabbelt direkt in euch rein und infiziert euch. Ist das Xeno-Symbol hier nicht drauf, dann verfehlt er und ihr bekommt keinen Schaden. Ihr habt hier die Xeno-Tafel, die liegt am Spielfeldrand. Hier habt ihr nochmal eine kleine Übersicht, welches Symbol zu welchem Charakter gehört. Und am Anfang des Spieles werden hier drei zufällige Schwächen drunter gelegt. Und immer wenn es ein Spieler jetzt schafft, entweder den Leichnam eines Verbündeten, ein Xeno-Ei aus dem Xeno-Nest mitzunehmen oder einen Xeno-Kadaver ins Labor zu bringen, das ist immer irgendwo in dem Einerbereich, ins Labor zu bringen und diesen Gegenstand zu untersuchen. Er wird dadurch nicht aus dem Spiel entfernt. Dann wird eine entsprechende Karte umgedreht und ihr habt fortan einen Vorteil gegen die Xenos. In unserer ersten Runde, die wir gespielt haben, haben wir eine Karte davon aufgedeckt und es war wirklich ein massiver Vorteil, den wir gegen die Xenos hatten. Es lohnt sich also wirklich, hier zu forschen. Außerdem gibt es Ziele, die das unter anderem voraussetzen. Hier oben werden noch die Eier platziert, die ihr aus dem Nest entfernen müsst. Dafür müsst ihr das Nest aber erstmal finden. Auch das befindet sich irgendwo im Einerbereich. Wenn ihr es gefunden habt, lest euch einfach den Bereich Nest durch. Kommen wir auch langsam zum Ende. Ihr habt es fast geschafft. Es gibt in diesem Spiel noch die Fehlfunktionsmarker und die Feuermarker. Solltet ihr einen Raum betreten und es ist hier zum Beispiel wie in diesem hier drunter ein Feuermarker, dann brennt es in diesem Raum. Das gleiche gibt es auch mit Fehlfunktionsmarkern, dann wird ein solcher hingelegt. Es können auch durch Spieleraktionen oder Ereignisse solche Sachen ausgelöst werden. Wichtig ist nur, ihr legt dann immer einen solchen Marker hier hin. Müsst ihr einen Feuermarker legen, es sind 8 an der Zahl, müsst ihr einen 9. legen und ihr könnt keinen legen, explodiert das Schiff. Fehlfunktionsmarker sind auch 8 Stück. Müsstet ihr einen 9. irgendwo hinlegen, ist das Schiff in sich nicht mehr haltbar und zerbricht. Also in jedem Fall verloren. Auch hier sterben die Xenos natürlich mit.
Fehlfunktionsmarker haben unterbinden die Raumaktion. Er dürfte die Raumaktion hier drin nicht mehr ausführen. Wenn ein Fehlfunktionsmarker hinten in den Triebwerken liegt, beispielsweise, könnt ihr die Aktion Triebwerk überprüfen nicht mehr machen. Ihr könnt aber die Spieleraktion Triebwerk reparieren trotzdem machen. Und die Triebwerke funktionieren auch am Ende des Spieles. Genauso, wenn der Fehlfunktionsmarker im Cockpit vorne liegt, fliegt ihr trotzdem Richtung B jetzt in diesem Fall, also eingestellte Destination. Das funktioniert. Ihr müsstet ihn aber vorher reparieren, wenn ihr da was anderes machen wollt. Es gibt Räume, wie den hier, da ist ein Minicomputer drauf. Dieser hat Auswirkungen auf verschiedene Charakteraktionen. Wenn hier ein Fehlfunktionsmarker drauf liegt, funktioniert auch dieser nicht mehr. Der Feuermarker, wenn der irgendwo drauf liegt, immer wenn ein Spieler seinen Zug in einem Raum mit einem Feuermarker beendet, bekommt er eine leichte Wunde. Ihr habt immer, erinnert euch, ihr habt mehrere Züge und pro Zug immer zwei Aktionen. Ich habe meine 5 Handkarten. Ich will jetzt laufen. Also ich werfe eine Karte ab zum Laufen. Ich werfe noch eine Karte ab zum Laufen und bleibe hier drüben stehen. Kriege ich also keinen Schaden, weil hier beende ich jetzt meinen Zug. Wenn ich jetzt aber schon eine Aktion gemacht habe, weil ich habe einen schweren Gegenstand aufgehoben und ich laufe jetzt hier rüber, decke diesen Raum auf und stelle fest, huch, der brennt ja, dann würde ich jetzt eine leichte Wunde bekommen, weil ich habe zwei Aktionen gemacht, mehr kann ich nicht, der nächste ist dran. Und wenn ich wieder dran bin und wäre jetzt so dämlich und bleibt da drin stehen und mache noch irgendwas, dann würde ich auch wieder eine leichte Wunde bekommen. Wenn ich in einem solchen Raum passe, bekomme ich in dem Moment, wo ich passe, weil mein Zug endet, natürlich einen Feuerschaden. Wenn dann aber alle anderen Spieler immer wieder dran sind und also ich bekomme nicht nochmal den Feuerschaden, immer nur am Ende meines eigenen Zuges. Ja, wenn die anderen Spieler jetzt noch 3-4 Mal weiterspielen, ist das egal, ich bekomme nicht nochmal den Feuerschaden. Damit sollten wir dann alles haben und kommen bloß noch in die Endauswertung. Die Endauswertung findet statt, wenn alle Spieler sich eingefroren haben und die Rettungskapseln fehlen noch. Eine Rettungskapsel, die offen ist, dafür müsst ihr, wenn ihr da einsteigen wollt, müsst ihr den Evakuierungsbereich A oder B finden. Ihr seht, hier oben ist B, hier unten B, da A. Die Rettungskapsel wurde entriegelt. Dann würdet ihr in diesem Evakuierungsbereich, der ist irgendwo im 1er Bereich, der kann auch hier sein, der A-Bereich oder der B-Bereich, das hat damit nichts zu tun. Wir nehmen jetzt mal an, ich stehe da im Evakuierungsbereich und ich möchte gerne in die Kapsel einsteigen. Auch in diesem Fall wird der Geräuschmarker gewürfelt, kommt ein Xeno, Pech gehabt, kommt keiner, steige ich in die Kapsel ein. In eine Rettungskapsel können immer zwei Leute rein und ihr könnt euch jetzt entscheiden, dass ihr passt und hier wartet, damit noch jemand reinkommt. Ihr könnt hier so lange warten, wie ihr wollt. Also ihr könnt jede Runde immer wieder passen. Ihr könnt aber auch, und das nur zu Beginn eurer Runde, entscheiden, dass ihr aus der Kapsel aussteigen wollt. Dann könnt ihr euren Charakter einfach wieder, ohne dass es euch eine Aktion kostet, zurück in den jeweiligen Evakuierungsbereich stellen. Wenn ihr hier drinne steht und jemand in dem Evakuierungsbereich möchte mit in eure Kapsel einsteigen und würfelt und es erscheint ein Xeno, betrifft euch das automatisch mit, weil ihr ja immer noch im selben Raum wie dieser Spieler seid. Ihr würdet also auch wieder in den Raum zurückgehen und müsstet den Xeno mitbekämpfen. Ihr könnt auch jederzeit, wenn ihr dran seid, sagen, nö, ich zisch ab. Rettungskapseln fliegen immer Richtung Erde. Dann könnt ihr mit der Kapsel aus dem Spiel rausgehen und das Spiel wäre für euch vorbei. Sind alle Spieler gestorben oder es haben alle das Schiff verlassen oder das Schiff explodiert? Nein, wir gehen jetzt mal davon aus, das Schiff hat funktioniert. Wir kommen in die Endauswertung. In der Endauswertung wird als erstes überprüft, gehen die Triebwerke. Dafür wird die obere umgedreht. Zwei sind intakt. Super, Schiff explodiert schon mal nicht beim Losfliegen. Dann wird geguckt, fliegen wir Richtung Erde? In dem Fall fliegen wir Richtung Venus, alle Spieler würden sterben. Wir gehen mal davon aus, dass wir Richtung Erde geflogen sind. Super. Jetzt kommt das mit den Kontaminationskarten, was ich vorhin erklärt habe. Jeder Spieler guckt, habe ich eine Larve drauf? Wenn ich eine Larve drauf habe, muss ich das generell machen. Mischen, Karten ziehen, 4 Stück. Ist eine Kontaminationskarte dabei, sterbe ich. Ansonsten muss ich alle Kontaminationskarten, die ich habe, abscannen. Und es wird geguckt, ob ich infiziert bin oder nicht. Und wenn all diese Bedingungen gut für mich gelaufen sind, dann wird geguckt, habe ich mein Ziel erfüllt? Und wenn ich das getan habe, bin ich einer der Glücklichen, der das Spiel Nemesis gewonnen hat. Das soll es mit der Erklärung erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es war gut zu verstehen. Wenn nicht,
dann guckt es euch halt nochmal an. So umfangreich ist es ja nicht. Puh, ja, das war eine ganze Menge Stoff hier zu erklären. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal den ersten Fazitmoment an den jungen, attraktiven Menschen hier abgeben. Okay, dann. Ich danke dir wirklich vielmals. Ja, also wir haben es gestern, also es wurde noch ganz frisch gestern Abend gespielt. Wir haben so uns gegen 20 Uhr oder so haben wir uns getroffen und dachten, ja, so ewig wird es ja nicht gehen. Also ich meine, klar, es ist ein großes Spiel, aber wir haben dann so 6 Stunden gespielt ungefähr. War eine grobe Fehleinschätzung. Ja, definitiv. Also das ist definitiv auch was pro Spieler mehr wird, denke ich. Also nicht denke ich, sondern es ist auf jeden Fall so. Steht da drauf. Wir haben 35 Minuten geschätzt pro Spielerbonus. Wir haben ja zu 5 gespielt, also wirklich volle Anzahl gespielt. Grundsätzlich hat mir das Spiel gut gefallen. Es war sehr lang, wie gesagt, aber das kommt erstes Mal gespielt. Man hat halt immer Leute dabei. Downtime wird halt generiert, wenn man halt nicht weiß, was man machen muss. Und Zwischenfragen werden halt einfach gestellt. Ist kein Problem. Erstmal hat es mir gut gefallen. Es ist viel zu erklären, aber grundsätzlich ist das Spiel einfach. Also wenn man jetzt irgendwas machen möchte, gibt es, wenn man die Regeln einmal verstanden hat, eigentlich keine großen Nachfragen mehr, weil die Aktionen, die man dann machen kann, einfach zu erklären sind oder einfach verständlich sind und die man dann auch einfach ausführen kann. Ja, und da reicht es halt, wenn einer wirklich den vollen Durchblick hat und dann einfach immer weiß, okay, jetzt geht hier einer in den Raum rein, ich weiß, was die Leute zu tun haben, ich weiß, welcher Würfel gewürfelt werden muss, was passiert, was der da anzeigt, und von daher, wenn die Leute die Grundaktion verstanden haben. Genau, wenn alle auch ein bisschen mitdenken, kann man mal was vergessen, aber eigentlich haben dann alles, am Ende haben es dann auch alle drauf gehabt, was man machen muss, was wie gemacht wird, und dann ging es eigentlich am Ende dann relativ zügig. Grundsätzlich erstmal noch kleiner Überblick zur Qualität. Ja, die Qualität überragend. Ist unser erstes Spiel von Awaken Realms. Wir haben auch noch andere bestellt, aber dazu später mehr. Genau. Wenn sie denn ankommen, die Qualität, ja, die Königin, was soll man jetzt dazu sagen, auch die ganzen anderen Figuren, ist wirklich der Wahnsinn. Ich hätte mir gewünscht, dass die Charaktere ein kleines bisschen größer sind, ein bisschen detailreicher. Wir malen gerne an. Ein kleines bisschen mehr wäre hier cool gewesen. Aber es ist cool, dass man wirklich so viel anmalen kann und diese ganzen, wie man ja auch schon sieht, also wenn man hier mal den Vergleich sieht, kann man auch gerne nochmal eine Aufnahme reinmachen. So im Vergleich, also diese Mutter zum Beispiel, diese Elmutter ist wirklich riesig, und wenn man die dann anmalt und die Person dazu, sieht schon einfach auch cool aus. Das Spiel ist so ein bisschen, diese fällt mir gerade so auf, ein bisschen wie so ein Film. Also es ist jetzt wirklich so, die Stimmung, wenn man die so einfangen kann, das ist auch wirklich, was passiert jetzt, kommt da jemand aus dem Schacht oder so ein Ellen, das ist was Neues, was Frisches, finde ich. Die Mechaniken sind jetzt nicht mega krass, aber sie verbinden sich gut, dass es mal ein neues Spielgefühl ist. Geht halt mal nicht um die guten alten Siegpunkte, sondern ein bisschen anders. Ja. Ich finde auch das Größenverhältnis hier ziemlich cool. Das hat so ein bisschen was von Alien vs. Predator, dem ersten Teil, ja, wo die Alien-Mutter da am Ende rauskommt und die Menschen sich so denken, ja, größere Ameise gegen die große Alien-Mama. Ja, Qualität ist super. Ich finde es total klasse, dass die in dem Spiel hier auch wirklich mitgedacht haben und die Würfelpaare einfach zweimal reingepackt haben. Ja. Auch zweimal dieses Erklärblatt drin haben für die Räume und so, wo man jetzt so sagt, der Tisch ist voll, wir sitzen weit auseinander. Ja. Aber jeder hat so alle Spielmaterialien irgendwie auf seiner Seite. Man muss nicht ständig alles rüberreichen. Man braucht wirklich einen sehr großen Tisch. Also das würde jetzt nie ausreichen, wenn wir jetzt zu 5 spielen. Jeder hat noch so eine Spielertafel. Man braucht auf jeden Fall sehr viel Platz. Was mir noch gut gefallen hat, ist dieser semi-kooperative Aspekt. Also am Anfang habe ich mich gefragt, was heißt das jetzt so wirklich genau? Aber dadurch, dass niemand genau weiß, was der andere für ein Ziel hat, war es auch immer so ein misstrauisches Ding. Der eine sagt, die Triebwerke sind ganz, glaube ich dem jetzt, gehe ich lieber nochmal hin und gucke nochmal nach. Da waren wirklich so Sachen dabei. Mir hat keiner geglaubt, warum nicht? Das war wirklich sehr witzig. Und dann gibt es natürlich auch im Zielkarten, wo der eine jemand anderen töten muss. Da hatten wir auch sehr witzige Situationen. Also es war wirklich, wenn man mit Leuten spielt, die man besser kennt, glaube ich, ist es einfach auch super witzig. Einfach wie man interagiert mit den Leuten, das ist einfach... Ja, wenn man die Leute halt wirklich gut kennt und weiß, der eine ist halt immer vertraut man ihm dann in dem Spiel. Ja. Aber ansonsten so mein Fazit, es war saukomisch, ja, es hat richtig Spaß gemacht, die ganze Geschichte, eben weil es mal ein bisschen was anderes ist. Wie gesagt, Sci-Fi-Horror bringt das Spiel ganz gut rüber, du gehst in den Raum, du weißt nie, was erwartet dich, ploppt von irgendwo ein Alien her. Die Räume haben so viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir am Anfang einfach gar nicht überblickt haben, was man machen kann. Wir haben auch keine Gegenstände in der ersten Runde gecraftet, weil wir damit einfach nicht überfordert waren. Wir haben uns die Taten danach mal angeguckt und haben dann richtig gelacht, als wir festgestellt haben, mit dem Taser könnte man zum Beispiel auch einfach irgendwen anderen niedertasern, wenn er mit einem Alien im Raum ist, und wegrennen. Also es gibt unglaublich hinterhältige Möglichkeiten in diesem Spiel, um den anderen das Leben schwer zu machen, was aber auch für echt große Lacher sorgt. Ich hätte
mit meinem Charakter einfach, Gordon stand im Raum mit der Alien-Mutter und die haben gekämpft. Ich hätte einfach alle Türen zumachen können von egal wo mit einer Fernsteuerung und dann hätte er da auch einfach sterben können. Das ist wirklich so, man unterhält sich auch mit den Leuten nicht so viel, was machst du denn jetzt und so. Nee, es ist eigentlich immer so, macht der das jetzt überhaupt? Weil du kannst natürlich auch immer sagen, ja, ich komme dann mit dir und helfe dir. Er macht es ja natürlich aber nicht, sondern schickt dir einen Alien hinterher oder schickt dich vor oder sowas. Das ist wirklich, also das ist wirklich sehr cool. Ich freue mich schon auf die nächste Partie, definitiv. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Karten auch. Alles geil gemacht, schön. Jeder Charakter fühlt sich ein bisschen individuell an, aber nicht übertrieben. Ja. Sind gut bunt zusammengemischt. Man hat auch nicht zu viele Charakterkarten. Irgendwann kennt man die dann, wenn man die gespielt hat. Also, dann, dass man auch schön weiß, was man machen kann. Und jeder hat so ein bisschen andere Aktionen, ja, definitiv. Ja. Also, bei mir hat das Spiel auch sehr lange nachgehalten. Also, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe immer noch so Momente von gestern im Kopf gehabt. Ja. Mein Bruder hat den Captain gespielt. Der kann andere Leute halt einfach in irgendeinen Raum reinschicken, ja, so als Vorhut. Hat er zu mir gemacht. Geschichtlich bedingt in diesem Spiel. Also, er kann jemanden zwingen, in einen Raum reinzugehen. Und einfach so eine saukomische Situation, wenn mein Bruder den Captain spielt und sagt zu Gordon, du gehst jetzt mal in diesen Raum rein. Erkundest den und Frau Gordon ploppt halt einfach so ein Alien auf. Er schafft es aber trotzdem in seiner Runde mit zwei glücklichen Schüssen das Ding wegzuklatschen und meinem Bruder über den Tisch rüber. Das hast du sehr, sehr gut gemacht und Gordon dann einfach so, weißt du was, kannst nicht mal. Ja, das war wirklich sehr witzig. Sehr witzige Situation. Und so eine Situation kommt halt ständig zustande, ja. Freundin hat mitgespielt, die hat sich mit dem Wissenschaftler, mit dem Rollstuhlfahrer, hat die sich gerade so schwer verwundet in den Sunny-Bereich gerettet. Markus musste sie aber umbringen, das weiß natürlich keiner, aber sie steht so im Sunny-Bereich, fängt an sich zu heilen und er schickt ferngesteuerten Alien zu ihr rein und sie wird einfach niedergestreckt. Das war wirklich ein, oh Mann, ey. Und ich hätte das Ganze eigentlich nur noch toppen können, indem ich die Türen zumache, ja. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Es dauert, ich denke, wenn man es öfter spielt, wird es schneller gehen. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommt da auch ein bisschen mehr Zug rein. Da man ja zwei Quests hat, kann man sich halt echt überlegen, okay, welche nehme ich jetzt, wie will ich vorgehen. Wir werden definitiv auch die Koop-Kampagne mal ausprobieren. Ja, wir haben es, wie gesagt, erst einmal nur gespielt. Auch also. Sehr spannend zu sein, genau. Also von meiner Seite aus kann ich sagen, Semi-Koop, ich finde es erstmal sehr interessant, muss ich sagen. Also Semi-Koop, wer das noch nicht gespielt hat, ist echt mal eine neue Komponente. Ja. Und dieses Spiel bringt es so gut rüber, weil der Misstrauensfaktor so hoch ist. Er geht rein ins Cockpit und sagt, ja, wir fliegen zur Erde, das passt, ja, C ist die Erde. Und du denkst so, okay, cool, dann kann ich mich jetzt um andere Sachen kümmern. Aber umso länger das Spiel voranschreitet, umso mehr wächst doch der Misstrauen. Was hast du gesagt? Fliegen wir da wirklich hin? Ja, ja, habe ich gesagt. Sehr, sehr cool. Also springt das Spiel unglaublich. Was ich noch interessant fand, wo bei uns der Erste gestorben ist, hat Martin noch gesagt, da haben wir jetzt nicht mit gespielt, das ist halt nochmal ein bisschen extra Regeln, aber dann kann jemand die Xenos auch spielen. Also dann kann jemand, sagen wir mal, die Leute dann jagen. Wenn der eine dich getötet hat, kannst du dann die Xenos übernehmen, die Aliens, und dann mit denen spielen. Also damit der nicht die ganze Zeit daneben sitzen muss, der Erste, der ausscheidet. Finde ich eine coole Idee. Coole Variante, falls jemand gleich am Anfang des Spiels rausfliegt. Mhm. Ja. Also bei uns haben drei Leute gewonnen von fünf. Ja. Ja. Hat sich aber trotzdem gut angefühlt. Obwohl das Spiel wirklich so am Ende, also ich fand's im ersten Einblick, muss ich sagen, etwas leicht. Wir sind sehr smart durchgekommen. Weil am Anfang, ne, also kam irgendwie auch keine Alien, sagt so, Xenos, sorry. Aber dachten so, hey, irgendwie kommt nichts, aber ja. Ja, ich fand es am Anfang ein bisschen einfach. Allerdings muss man sagen, wir haben auch wirklich Würfelglück gehabt. Also wir haben echt geschafft, also wir hatten die Geräuschmarker waren fast alle. Ja. Ja. Und dann kamen irgendwann relativ viele Aliens gleichzeitig. Wir sind recht smart durchgekommen. Am Ende war das Spiel eine kleine Bitch, weil wir haben versucht, hier in der Kryokammer uns alle einzufrieren. Ja. Und irgendwie haben wir so ungünstig gewürfelt, dass ein Alien nach dem anderen aufgeploppt ist. Und deswegen haben es dann halt auch nicht alle geschafft, sich einzufrieren. Dann hat wirklich der Captain in der letzten Pointe, obwohl es eigentlich ganz gut lief, ist er rausgeflogen. Ja, da das Spiel im Großen und Ganzen aber bis dahin so smart gelaufen ist, sagt man dann halt auch in dem Moment, wenn man sich dann hier einfriert im letzten Moment, sagst du noch zu dem Captain, Sir, es war mir eine Ehre, frierst dich selber ein, danach ploppt das Alien auf und er wird abgeschlachtet. Ja, es ist halt wie gesagt ein bisschen filmisch, ist auch okay, dann ist er halt gestorben, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, definitiv. Ja, also, und das ist auch cool. Was der Erschaffer des Spiels gesagt hat, er würde sich unglaublich freuen, wenn die Leute einfach auch wirklich Spaß an dem Spiel hatten, selbst wenn sie nicht gewinnen. Ja, selbst wenn es nur einer schafft, aber dass man vielleicht nach dem Spiel einfach sagt, du dumme Sau. Du dumme Sau. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist auf meiner Seite und jetzt hier hinten rum, aber man hat trotzdem Spaß gehabt und redet drüber. Also Semi-Koop finde ich wirklich unglaublich interessant gemacht in diesem Spiel. Wir werden definitiv demnächst die nächste Runde an Start springen. Ich würde von mir aus sagen, jetzt erstmal mein erster Eindruck, 8 von 10 Punkten. Ja, würde ich tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen, nicht, dass ich das nachquatsche, aber hätte ich jetzt auch so gesagt, erster Eindruck, müsste man gucken. Bei mir ist es zwischen 7 und 8, weil es halt doch ein paar Sachen gab, aber wer uns das erste Mal gespielt hat, wie gesagt, die Länge kann man jetzt nicht beeinflussen. Wie hat euch denn das Spiel gefallen? Habt ihr es schon mal gespielt generell? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht an dem Spiel? Oder
wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, dann schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten. Wenn wir was nicht wissen, dann fragen wir auch gerne den Hersteller, setzen uns mit ihm in Kontakt und versuchen alles zu beantworten. Also wir belesen uns für euch. Es ist uns auch sehr wichtig, dass alle da draußen dieses fantastische Spiel verstehen. Grundsätzlich bei jedem Spiel von uns, ja, schreibt einfach. Es gibt schon Facts zu dem Spiel, aber die sind auf Englisch. Die können wir auch gerne in die Links nochmal reinpacken. Ja, ja, da sind die aktuellsten Fragen drin, die geklärt werden. Aber falls ihr im Englischen nicht so fit seid, habt euch das Spiel auf Deutsch geholt und wollt auch gerne eine deutsche Antwort zu euren deutschen Fragen haben, dann fragt uns einfach. Wir werden euch damit auf jeden Fall weiterhelfen und das damit reinschreiben. Ja? Das Spiel kommt auf Deutsch raus, haben wir glaube ich noch nicht gesagt. Es kommt auf Deutsch raus. Ja, es soll, ich glaube, April oder Mai ist angesetzt. Genau. Ja. Und mal gucken, ob das so klappt. Natürlich wird der Content nicht so riesig sein wie in der Kickstarter-Kampagne, aber selbst der Content aus der Basisbox reicht schon mal definitiv. Wahnsinn. Ja, sehr, sehr cool. Cool. Dann, wie gesagt, haben wir schon gesagt, abonniert gerne den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Ein Daumen nach oben würde uns helfen. Sonst, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, konstruktive Kritik auch gerne unten in die Kommentare. Und das war's dann eigentlich von uns. Ich denke auch, das war's. Wir haben vielleicht dann für euch nochmal ein kleines 5-Minuten-Review, wenn wir das Spiel dann tatsächlich auch mal ein paar Runden gespielt haben und durch die Koop-Kampagne durchgewurschtelt haben. Vielleicht sagen wir dann nochmal so nach 10 Runden. Ja. Aber grundsätzlich wird das definitiv öfter auf den Tisch kommen. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind die Jungs von Meeple King. Und wir sehen uns beim nächsten Video, oder? Jo. Ja, ich denke auch, oder? Ja, Winky Winky und so. Gut, warm. Ja, du redest mir öfter mal dazwischen, aber ansonsten. Ja, aber es ist halt schwierig, sonst einzuhaken. Das habe ich nämlich auch gemerkt. Wann hakt man sonst ein, wenn man gerade eine Sache dazu sagt?